Moin, herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Let's Play Alice 17 Nordfriesische Marsch, Vierfach-Map, immer noch Version 1.9, ohne Gräben. Ich weiß, die 2.0 ist lange draußen, aber noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme. Daher bin ich noch auf der 1.9 unterwegs. So, was müssen wir machen? Wir müssen hier Felder ansäen. Und, ja. Wir müssen jetzt hier vor allem erstmal den Überladewagen hier voll machen. Ich habe nämlich kein Saatgut mehr. Und da muss ich mit dem jetzt erstmal zurück zum Hof. Dann fangen wir oben an, Feld 5, 6, 7 anzusehen. Da nehmen wir Roggen für die Mühle hier. Oder nehmen wir Roggen, ja, ja. Nehmen wir Roggen. Ich habe auch noch so viel anderes vor und ich komme da gar nicht zu. Ich will noch Silage verkaufen an der BGA. Komme ich nicht zu. Ich will noch ein Hackschnitzellager unten bei der alten Holzindustrie bauen. Komme ich auch nicht zu. Wenn es noch ein bisschen hakt hier zwischendurch, ich habe immer mal deshalb meinen Shader-Cache gelöscht gehabt vor dieser Aufnahmesession und hier an dieser Stelle war ich noch nicht in der Aufnahmesession. Mal gucken. So, am Hof dürfte es eigentlich nicht mehr so schlimm sein. Hoffe ich. Ich hoffe nur, dass ich noch irgendwo Saatgut herbekomme. Also da muss ich tatsächlich echt immer gut drauf achten, dass die Saatgutproduktion hier immer auf Hochtouren läuft und dafür natürlich auch die Düngerproduktion, damit ich dann für die nächste Aussaatsession auch wieder genug Saatgut habe. Ich meine, hier liegt noch ein ganzer Haufen. So ist es nicht. So, voll. Sehr schön. Und jetzt fahren wir mal Richtung Feld 5. Also Feld 5 bis 9 muss ich noch machen, Feld 12 und das alte Gras Feld 7. Wo ich dieses Mal, ja, so habe ich mir mal überlegt, diesmal haue ich da mal Zuckerrüben drauf. Eigentlich, wie immer. Dann werde ich mich erstmal, wenn ich denn hier mit der Aussaat endlich irgendwann mal fertig bin, mal gucken, wie lange das noch dauert. Im Moment zweifle ich ja, dass ich vor Ende der Ferien hier mit der Aussaat, also vor Ende meiner Ferien, ich muss jetzt keine Angst haben, nicht vor Ende eurer Ferien, sondern vor Ende meiner Ferien damit fertig bin. Oh, beim Schlachter, der ist auch voll. Können wir auch noch wieder Sachen verkaufen. Kriegen wir wieder Kohle für Felder. Sehr schön. I'm loving it. Ja, 85-30 war zu erwarten. Durchdrehende Reifen. Vorgewende. Entweder steht er wieder im Wald
oder er steht am Deich. Das sehen wir uns gleich an. Der ist ja auf Feld 26 zugange. Wie ich sagte, am Deich. Muss mich eben orientieren, wo er denn wohl hinwollen würde. Ja, eigentlich immer rechts davon. Das heißt, er wird dann hier irgendwo weiter wollen. Und schon funktioniert das, sag ich mal. Super. Hätte ich auch gleich beim 85-30 bleiben können. Wenn der eh aufgefüllt werden muss. Naja, kümmere ich mich gleich drum. Wir fahren jetzt erstmal Richtung Feld 5. Und tun, was zu tun ist. So, Saatgut ist genug drin. Jetzt muss man ihm nur noch sagen, dass er hier auch mal ein bisschen Dünger eindüngen soll. Und dann können wir uns hier an Feld 5 machen. Auswählen. Ja, gut, das war frech von mir. Naja, gut, okay. Kann ich immer Sieger sein. Ja.
Der macht's aber ganz gut. Ist fix unterwegs. Kann man nicht anders sagen. Wo bin ich denn überall am Sehen? Ja, Feld 26 mit 2 und Feld 5 mit 1. Ja, ich habe nur noch 3 Seemaschinen im Einsatz. Alles klar. Passt. Dann fahre ich hier irgendwann mal mit dem Düngertransporter hin. Das macht Laune. Das macht Laune, so mit 2 Seemaschinen auf einem Kurs. Das ist cool. Hä? Hallo? Hallo? Ich wollte gerade sagen. So, nebenbei lass ich den mal eben fahren. Muss hier mal eben nebenbei was klären für unseren Server. Da stimmt mal wieder was nicht. Daher gucke ich jetzt hier einfach mal zu. So. Okay. Wir gucken mal. Nee, wir gucken nicht. Wir gehen jetzt damit Ring ein. Und was wir zuerst machen ist, mal hier vorne diesen Haufen weg. Nicht hier aus Versehen. Dann
neuer Tage. Und er. Wieso nimmt er das nicht auf, ey? Was soll der Scheiß? Alles schön da hinten zum Silo bringen und ich hoffe, dass der Silo das überhaupt akzeptiert. Hauptsache ist ja, dass er hier, dass das mal irgendwie einigermaßen schnell geht. Aus Versehen habe ich das da abkippen lassen. Er hat einen falschen Abfahrkurs drin. Und es sind schon ein paar Liter, aber wir müssen erstmal weg. Ja, nützt jetzt nichts, dann müssen wir jetzt durch. Oh, wir überziehen schon total. Leute, hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Daumen nach oben, immer wieder gern gesehen. Kommentare natürlich auch gerne, Kritik, solange sie sachlich ist. Und wenn ihr einen Daumen nach unten da lasst, kann ich das auch verstehen. Dann würde ich mich aber darüber freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt vielleicht, was euch nicht gefallen hat. Weil dann, wenn ich weiß, was ihr scheiße findet, dann kann ich es ändern. Wenn ich es nicht weiß, dann kann ich es nicht ändern. So. Und in diesem Sinne, ne, kommt ihr mich vielleicht auch bei Facebook oder auf meiner Homepage besuchen und ich sage erstmal ciao.